Herzlich willkommen zu der Aktionär TV. Mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Es ist Donnerstag, das heißt, der neue Aktionär ist fertiggestellt. Wir möchten Ihnen die interessantesten Inhalte schon mal näher bringen und sagen, worum es geht. Sie sehen, Titelstory mit Sicherheit, Gewinne. Die Terrorangriffe der vergangenen Woche und Monate haben uns natürlich alle schockiert, aber es gibt genügend Unternehmen, die den Regierungen jetzt im Kampf gegen den Terrorismus helfen, die Produkte oder aber auch Dienstleistungen anbieten. Wir haben diese Unternehmen einmal isoliert, haben sie genauer vorgestellt, unter die Lupe genommen und sagen, was von ihnen unter Anlageaspekten zu halten ist. Daneben eine Story zu Rocket Internet. Wir haben 6,6% Rendite für Dividendenjäger bei Shell und ein sehr interessantes, ausführliches Interview mit Thomas Gebert. Kurzer Blick nochmal in den Inhalt. Sie sehen, das ist nicht das Einzige. Wir haben natürlich auch noch eine Story zum Alkoholkonsum bzw. Alkoholaktien. Mobilitätslösungen und so weiter und so fort. Prallvoll das Heft. Sehr interessante Geschichte. Jetzt kommen wir zu dem Teil, weshalb Florian Söllner mit dabei ist. Wir sehen den Bitcoin-Chart und wir sehen seit Wochen eine zunehmende, man kann schon fast sagen, Hysterie um den Bitcoin. Das stimmt. Also ich muss schon, also wir haben das beobachtet schon seit Jahren und hatten schon mal diesen großen Hype. Im Prinzip ist es, je nachdem, wo man ansetzt, so rund 700% nach oben gegangen. Von der Bodenbildung aus gesehen und hier ist es wieder ganz ähnlich. Also du sagst es richtig, wir sind schon wieder in Hype-Phase. Fast jeder spricht drüber, Sondersendungen bei Bloomberg gibt es etc. Auch wir sprechen wieder ein bisschen mehr drüber. Ist schon so eine Hype-Phase, aber noch steigt es. Man darf nicht vergessen, die Zuschauer müssten jetzt auch mit mir hier ein bisschen an den Rand gehen. Da irgendwo war der Bitcoin irgendwann mal 6 Cent wert. Also und jetzt stehen wir bei über 2000 Dollar. Genau, die Frage ist aber, ist es jetzt zu teuer? Und da hat er was ganz Interessantes gesagt. Wer den Herrn hinter mir nicht kennt, das ist Henry Blodgett. Henry Blodgett ist ein amerikanischer Analyst gewesen, um die Jahrtausendwende, hat sehr viele, sehr gute Calls gemacht. Beispielsweise hat er damals gesagt, Amazon könnte auf 400 steigen, war seiner Zeit weit voraus, hat immer für jede Menge Aufhebens und Aufsehen auch an der Wall Street gesorgt. Ist ja mittlerweile, glaube ich, lebenslang gesperrt, ne? Weil am Ende seiner Berufstätigkeit lief es nicht mehr ganz so gut, aber wie gesagt, Henry Blodgett, was er auf jeden Fall hat, er hat wirklich einen ganz tiefen Einblick in die Materie, er kennt sich sehr gut mit Aktien aus, er kennt sich auch sehr gut mit dem Bitcoin aus und er sagt Folgendes, 1 Million, also die Bitcoin kann auf 1 Million Dollar steigen, je Bitcoin, oder auf null fallen, weil es gibt einfach gar keinen inneren Wert. Da hat er dich absolut recht, das ist ja das Spannende am Bitcoin, keiner kann sagen, das ist jetzt auf KGV-Basis zu teuer, auf Basis der Cashflows der künftigen Abgezinsten zu teuer oder auf Basis der Förderkosten wie bei Gold zu teuer. Das gibt es nicht beim Bitcoin. Bitcoin ist so im luftleeren Raum sozusagen und Angebot und Nachfrage bestimmen den Wert und derzeit ist die Nachfrage nach dem Bitcoin sehr hoch und das Angebot steigt quasi nicht mehr. Das ist das eigentlich Spannende. Deswegen ist gerade diese schöne Kursbewegung und tatsächlich stimmt das, es ist alles möglich. Wir sehen bei es gibt rein rechnerisch 21 Millionen Bitcoins, dann, das wurde mal so festgelegt, bis dahin maximal, können die tatsächlich gemeint werden, also Computer errechnen immer neue Bitcoins, aber das dauert natürlich auch jedes Mal länger, mit jedem neuen Bitcoin, der gemeint wurde, dauert dieser Vorgang länger, man braucht dann schon Großrechenanlagen und so weiter und so fort, aber wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, es geht um die Nachfrage ist natürlich im Moment immens und jetzt sehen wir hier nochmal einen etwas detaillierteren Chart mit der Empfehlung im Hotstock Report, das war 2016, da stand der Bitcoin bei 400 Dollar. Genau. Oder knapp darüber. Da hat sich schon abgezeichnet, dass du die zweite Welle einsetzt und wir hatten sie auch im Aktionär selbst immer wieder und jetzt auch nochmal neu besprochen. Aber jetzt ist schon die Frage, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ist es jetzt schon zu gehypt oder ist es im Prinzip so eine Tulpenmanie wie früher, die ja komplett gecrashed ist und nie mehr gestiegen ist? Oder ist es nur so ein Zwischenhype, wo es dann mal wieder 50% da unten geht, um dann wieder 1000% zu steigen? Und da haben wir zwei Interviewpartner, einmal den Bären, den Silberjungen, und einmal den Bullen, der sagt, es ist noch viel möglich. Und hier der Bär sagte, das ist heiße Luft. Ja, es ist ganz interessant, das mal gegenüberzustellen. Man darf eins nicht vergessen, es ist natürlich, Thorsten Schulte ist natürlich vor allen Dingen bei Rohstoffen unterwegs, Edelmetallen unterwegs, da hat er was in der Hand, also ja, was man ja beim Bitcoin nicht hat. Ne? Oliver Flesskemper, das ist der Gründer der börsennotierten Bitcoin Group SE, also das heißt, die Motivation, weshalb der eine bearish und der andere eher bullish ist, die ist ganz klar. Deswegen ist es auch so extrem und die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, das haben wir auch beim Fazit gefunden, also natürlich wird es nicht ewig weiter steigen
können. Und natürlich gibt es die Crashes nach jedem Hype, aber dass der Nullwert ist, sehen wir auch nicht. Der hat den Wert, weil er tatsächlich auch genutzt wird für Transaktionen, um Geld von einem Land ins nächste zu bringen. Da gibt es sehr viele Vorteile aufgrund der Blockchain, die Technologie, die dahinter steckt, hinter Bitcoin. Und tatsächlich hat es natürlich auch Vorteile, wer Angst hat vor Hyperinflation oder vor bestimmten Einflussnahmen vom Staat aufs Geld, Bargeldabschaffung. Da könnte es schon sein, dass immer mehr Menschen sich mal 1-2% des Vermögens in so eine Kryptowährung anlegen und dann kann es tatsächlich noch weiter steigen. Sie sehen, alles scheint möglich. $1 Million oder gar nichts. Naja, du hast ja gesagt, gar nichts, das ist eher unwahrscheinlich. Aber nach oben momentan kennen die Kursziele kaum einhalten. Das soll es von unserer Seite gewesen sein. Schauen Sie sich den Aktionär an, ist wirklich interessant geworden, hat viel Spaß gemacht, wie jede Woche Ihnen zu schreiben. Und wir hoffen, dass Sie viel Spaß haben beim Lesen. Bis dahin. Tschüss.